War nur ein Scherz. Penny Joke! Nee, das nicht. Stimmt, dafür war er noch zu gut. Das Hitbox, Bobby, das Hitbox.tv trifft es besser, der Handy. Darf man eigentlich hier Gewalt auf YouTube zeigen? Warum? Ich würde nämlich gerne mal eine Scheuer nach der Gamescom. Herzlich willkommen zurück. Hallöchen. Da hat Kasui gerade aus dem Rucksack geschaut beim Hallo sagen. Ganz, ganz frech. Und weiter geht's im Herbst. Oh yeah. Im Herbst des Lebens, Fabi. Und nochmal ist die Musik anders. Ja. Wir müssen noch mehr holen. Baby hat Hunger. Will 10 Raupen haben. Ja, halt doch. Jetzt ist hinter ihm eine Raupe, hat man gerade gesehen. Aber. Wie erstmal mit Bitte sagen, Airi, Alter. Ey, und im Winter willst du dann, glaube ich, 15, ey. Nee, ich glaube, im Winter ist er schon ausgewachsen. Nee, ich glaube, er wächst dann noch einmal und dann kriegen wir unser Puzzleteil. So war's, glaube ich, ja. Ich meine nicht, aber ist egal. Wir sehen. Wir sehen's. Ja, jetzt sind über Laubhaufen, wie es halt im Herbst üblich ist, wo auch immer das Laub herkommt, weil Blätter waren nicht so viele da. Und jetzt ist fies, jetzt müssen wir hier rauf. Ja, gut, ne? Und komm nicht rauf. Wow, gerade so ohne Schaden zu nehmen, 0 Federn. Oh ja. Jetzt werden die Federn doch noch ein bisschen knapp. Und erzählt ihr, wie es ist, wenn man keine 20 hat. Es ist. Ja. Es ist halt unglaublich nervig. Im schlimmsten Falle sind die Vögel übrigens riesig groß. Im schlimmsten Falle ist es so, dass wir halt aus der Welt raus müssen und Federn sammeln müssen, ne? Ja, ja, aller klar. Schlimmsten Fall. Ja, aber ich hoffe es mal nicht. Ich hoffe auch nicht, nein. Das wäre so. Unnötig einfach. Aber ich glaube. Ich glaube, einmal gibt es noch Noten in so einer Blume drin und das war's dann. Ich glaube nicht, dass so viele sind. Also ich habe keine Ahnung tatsächlich. Keine Ahnung. Und die Bellen gibt es auch hier, stimmt. Bei Mumbo werden wir auch wieder vorbeischauen. Was ist eigentlich deine Lieblingsjahreszeit? Ich muss sagen, ich habe keine. Auch wieder mal. Du hast von nichts Lieblingsding, nee, oder? Irgendwie nicht, nein. Mensch, du meinungsloser Tropf. Da, schau da unten. Also, ich muss sagen, Winter ist mir manchmal zu kalt. Also am ehesten noch, aber ganz, also ich mag Winter trotzdem lieber als Sommer. Weil im Sommer kann man sich quasi, also nicht ausziehen, das will ich jetzt nicht sagen, aber. Kann man jetzt, sich nicht ausziehen. Wenn einem zu warm ist. Ja. Kann man sich höchstens so, also man muss ja immer noch Kleidung irgendwie tragen. Man kann sich halt nicht noch mehr Haut abschneiden oder sowas, das geht halt nicht. Doch, mehr. Dann, warum warte, noch? Warte, warum denn noch mehr Haut? Wie viel hast du dir denn schon weggeschnitten? Nein, das meine ich doch, Fabi. Hör mal zu. So, im Winter, wenn man einem kalt ist, kann man sich anziehen. Leute, Fabi wird aus dem Konzept gebracht. Das war echt gemein von ihm. Gebt mal ein Dislike von mir, bitte. Danke. So, jedenfalls, im Winter, wenn einem kalt ist, kann man sich anziehen. Dick anziehen, Pullis ohne Ende, 10, am besten 10 übereinander oder so, keine Ahnung, und Jacken und was weiß ich. Aber im Sommer, wenn einem zu heiß ist, da geht nur begrenzt viel auszuziehen. Mhm. Weiß ich nicht. Und wenn man keinen Ventilator hat, wie ich halt letztes Jahr zum Beispiel keinen hatte, ich habe erst letztes Jahr einen bekommen, im Herbst oder so, oder Ende Sommer. Aber dann ist das nicht so schön. Dann ist das nicht so schön, meine Freunde. Du. Ich habe eine Idee. Ich haue ab in die Lava-Welt. Dort werdet ihr mich nie finden. Aber welche Lava-Welt denn? Keine Ahnung, Fabi, in dem Spiel gibt es doch gar keine Lava-Welt. Danach gibt's ja gar kein Level mehr, komisch. So, ich glaube, der blaue Jinjo ist noch im Winter und dann. Der ist im Winter auf Mumos Haus. Ja, genau. Ja, und jedenfalls, das war eine Anspielung an das nächste Spiel. Mhm. Werde das gedenkt? Gedenkt. Ja, normalerweise wären diese Spiele ja relativ nah miteinander verknüpft gewesen, aber. Zumindest so der Plan. Ja, aber darüber werden wir im Sonderpart reden. Da sind echt noch Noten da unten, in der Pflanze. Ja, ich hab's gesehen, aber ich habe keine Goldfedern momentan. Doch eine. Mit der wird's recht knapp. Boah, du machst eine Stampfattacke da mitten rein, aber du musst echt Noten treffen. Ah. Soll ich's echt mit der einen probieren? Nee. Hol noch eine zweite oder dritte. Oh, anders, als habe ich da oben relativ viele Waben liegen, gell? Aber. Ja. Ich muss halt gleich den Sprung setzen, der dann auch trifft, weil sonst ist es verschwendet. Probier's.
Hä? Banjo, please. Aber ich glaube, wir können uns hier trotzdem verwandeln, weil ich meine, auf die Blume hier kann man mit der Biene fliegen. Ich glaube, es war so, dass man im Frühling wieder dahin muss. Nein, im Frühling ist es nicht da, Henny. Wenn ich jetzt wieder im Frühling gehe, wo jetzt am Lauffegen ist. Also hier geht es definitiv nicht. Ja, dann kann man sich halt von oben drauf fallen lassen. Ja, das geht, glaube ich auch, ja, stimmt. Aber, Aber ich meine, vom Frühling aus geht's auch. Auch wenn das nicht so mehr geht, ich weiß, aber ist so. So, hier kommt ein Vogel raus. Ein Wurm, Tja, hat sich der Vogel gerade so gedacht, aber du kannst mich mal einschalten. Oh Gott. Kennst du das noch? Die alten Togo-Sprüche, Alter. Aber hier ist nichts mehr. Du kannst mich mal einschalten. So pseudolustig, gell? Ich glaube, ja, auf dem Haufen da drüben, Alter, war auch noch was drauf. Hier ist ein Mumbo, der ja ist nicht mal so wichtig. Nee. 7. Du, Fabi. Unter Wasser war doch. Ja, wir können zum Gnorti doch. Genau. War nicht nur von der Nummer, scheiße. Ich hab's total vergessen. Hä? Wir waren nicht nur von Gnorti Nummer. Ich glaub so. Ja, so in der Art. Ich glaube, die einzige Stimme, die du nicht vergisst, ist Grunti. Ja gut, ne, und Tuti halt. Tuti ist dasselbe wie Grunti, nur in nicht ganz so kratzig. Ja, natürlich, Gnorti Wind hat die Honigfarbe, natürlich. Ist dir mal aufgefallen, dass Grunti eigentlich die einzige ist in dem Spiel, die so menschenartige Form hat? Ja, ist es tatsächlich. Das aber könnte man fast schon... Oh, du. Ah, da bist du mir endlich. Ich habe 3 Monate auf dich gewartet, um dir das hier zu geben. Danke dafür. War im Feuer nicht auch irgendwas dahinter oder so? Ein Leben. Ja, gut, wow. Such wow. Ich kann auch immer so nah hinter einem... Schöne Bettwäsche hast du. Ja, ich kann auch immer so nah hinter dem Feuer vorbeilaufen, ohne dass mir was passiert. So, ja, die Noten, die da waren, habe ich gesammelt. Ja. Also, weg hier. Ja, es war halt echt im Winter, die Honig war aber gemein. Muss man dann nochmal rein für die leere Honigwabe hier, oder wie? Ja. Ja, dann war die hier. Ich habe mir doch gedacht, weil wenn beide da oben wären, die leeren Honigwaben, wäre schon auch komisch. Macht halt auch irgendwo keinen Sinn, ne? So, zwar an einem Platz ist auch so. Mir macht gerade ein bisschen Sorgen, dass wir ja erst so vergleichsweise wenig Noten haben, finde ich. Obwohl wir schon im dritten Teil sind. Ja, aber im Herbst gibt es ziemlich viele. Die liegen ja hier überall rum. Da unten sind nochmal 3, wie gesagt, da brauchen wir halt noch ein paar Federn. Ja, vielleicht gibt es weiter oben noch welche, sonst müssen wir es anders lösen. Ich habe gedacht, hier war ich schon. Ich wollte gerade sagen, du warst noch nicht, pass auf. Aber ich dachte, du wusstest das. Aber, naja, bei dem anderen war eigentlich eine Note in der Luft an der Stelle. Bei der anderen Seite, da wurde es so wahr und deswegen habe ich jetzt gedacht, da war ich schon. Ja, ist glaube ich schon geholt. Ach stimmt, das war hier so. Ich habe die Attacke gemacht, aber bin dran vorbei. Ja. Weil der zu spät rauskam. Richtig, Fabi, richtig. Den hier habe ich schon, sonst wäre er schon rausgekommen. Ja. Generell die unten müsstest du alle haben. Den hatte ich auch, da war eine Raupe davor. Schauen wir mal kurz zum Mumbo Jumbo. Ich habe nix Zauberbär und Vogel. Hier. Der war erst im Winter da, der blaue. Ja, genau. So. Jetzt wird gleich wieder was labern. Aber eine Raupe hat er. Puh, Mumbo, viel Arbeit mit Blätter auf Boden. Heute nix Zauber. heute nix Zauber. Was mit morgen? Heute nix Arbeit. Ja, aber der fegt doch nur auf einer Stelle. Ach, ganz ehrlich, ich habe nichts dagegen. Wir behalten einfach noch 22 seiner Zauberschädel. Tch. Ja. Tschüss. Also Mumbo-Schädel gibt schon viel mehr, als man eigentlich braucht, ja, gell? Teilweise sind die zwar gemein versteckt, aber ich glaube, damit sollte man echt keine Probleme also haben. Also selbst mit den gemein versteckten, also... Ja, wenn du so Leute hast, die nur durchrennen und die gar nicht sammeln, dann, ja, sind sie aber auch irgendwo selber schuld. Eben, genau, wollte gerade sagen. Dann ist es einfach nur Eigenverschulden.
Da muss man halt dann Backtracking machen, wenn man das nicht beachtet beim Spielen. Weil eigentlich kannst du die Anzahl, die du fürs Spiel brauchst, leicht auch so finden, finde ich, weil ja. ein paar ja, von ja. den Gemeinversteckten findest du immer. Es ist so. Du ja. läufst nicht an allen Gemeinversteckten. Auch mal durch Zufall nebenbei mal, vielleicht auch ja. mal. Ja, da waren wir ja gerade. Jetzt wollte ich gerade was. Jetzt müssen wir schon wieder hin, oder was? Da haben wir gerade eingebildet, Fabi. Dass da unten gerade eine Raupe war, aber nee. Vase, aber Mumbo-Schädel. Ja, die haben wir ja schon. Ja, ja. War oh, man, hier waren wir auch schon, ja. Hier sind wir auch schon hoch, glaube ich. Ja, da war das Puzzleteil. Nee, ich rede ja gerade vom Herbst, aber ist egal. Ach so. Ja, es war halt an einer anderen Jahreszeit, klar. Ist hier irgendwo was... Guck, in der Kamera. Ja. Raupe, ja, wow. Nehmen wir trotzdem mit... Ja, natürlich, klar. 9 brauchen und jetzt mit der auch. Hinter ihm haben wir dann 10, aber ich meine, wie gesagt, dass er im Winter nochmal braucht. Aber ich das bin mir ziemlich sicher, nein. Aber wollen wir zu sehen. Sind wir uns einig, dass wir uns uneinig sind, so? Weg mit dir. Ja, würde ich auch mal sagen. Der haben wieder. Na gut, lassen halt. Oder auch nicht. Ich will sein Leben. Ich nehme mir mehr Leben mit. Ja, gut, falls du runterfällst, ne? Ja. Kann dir ja mal schnell passieren. Es klingt so böse, Mann. Ja, es kann hier, es halt kann, mal. Es kann hier schnell passieren, so. Oh. Ach komm. Unnötig. Nochmal, komm. Weißt du, was man manchmal merkt bei den alten Spielen? Hm? Dass die Steuerung mit dem Control Stick eigentlich nur 8 Richtungen hatte, damals. Ja, ja, ja. Ach, guck mal, da ist auch noch eine. Gehen wir da jetzt nochmal rein? Guck mal, was da drin ist. Guck mal, da ist aber nichts. Ja, die müssten ja eigentlich schon vernichtet sein. Alle, ja genau. Ja, andererseits? Eine oder zwei sind noch da, sind müssen wir alle ausgeflogen sein. Oh, Noten. Bzz, hier Bzz. Gibt es nichts mehr zu holen. Bär, wir sind alle ausgeflogen, ja. Ja, alle nicht. Ja, hat er gerade behauptet. Aber es gibt 4 Noten, die brauchen wir trotzdem und die Raupe schadet auch nicht. Nee. Falls wir sie noch brauchen im Winter. Also im Winter selber gibt es wahrscheinlich kaum noch Raupen zu sammeln, wenn man es da braucht. Ich beharre trotzdem auf Nein, aber ist egal, man wird sehen. Wir sehen es ja. Ach, die Welt ist so liebevoll gemacht, das ist unglaublich. Die ist super gemacht. Dabei hätte die nicht mal im Banjo-Kazooie sein sollen, gell? Mhm. Wäre schade gewesen. Das stimmt. Weil sie bestimmt auch in DK64 ihren Dienst getan hätte, aber... So, jetzt müssen wir doch an das Puzzleteil kommen, oder müssen wir das in der anderen Jahreszeit holen? Nee, wir können es, glaube ich, hier holen. Ja. Ganz einfach. In der anderen Jahreszeit ist es halt dann eher eine Challenge. Zu sagen, ja, genau. Ich will dahin jumpen. Für die ganz Gierigen, die können es ja probieren. Halt, die Kamera macht halt hier das ganze Wett, ne? Also... Es wäre halt einfach an sich, es ist halt auch nicht schwer, mal ein bisschen jumpen, aber man sieht halt nichts. Ich will eigentlich sehen, ob da schon welche drauf sind, aber... Ich glaube, im Winter sind die erste drauf, aber du kannst trotzdem mal probieren. Ich weiß gar nicht, wie ich da am besten hochkomme. Ja, von der Dachschräge, einfach so einen hohen Sprung und dann einfach direkt gockeln. Ach, komm. Wenn aber, nicht abrutschen, da war nichts. Nee, ist nichts. Nein! Zinger, direkt gockeln, sag ich ja. Ja, ich hab direkt auf Gockel gedrückt, aber er ist gleich gerutscht. Ja, goldene Feder, goldene Feder, goldene Feder, die brauchst du. Goldene Federn kann ich brauchen, ja. Ja. Gerade dann auch für den Endfight. Ich meine jetzt eher für die 3 Noten an, aber gut. Ja gut, stimmt, auch. Dafür auch noch. Ja, das nebenbei, ne? Ja. Aber das stimmt schon, wir sollten uns vielleicht vor dem Endkampf ein bisschen voll füllen. Also gibt es da eigentlich auch einen Trick, sich das automatisch zu... Es gibt Cheats, ja. Es gibt Cheats. Vielleicht machen wir das dann so, bevor wir ewig durch Welten rennen. Ja, eben. Spart Zeit. Aber ich denke mal, diese Cheats eventuell zumindest, weil diese Cheats sind eigentlich überhaupt nicht sinnvoll. Also total unnötig eigentlich. Aber vielleicht stellen wir die trotzdem mal vor, je nachdem. Einfach mal kurz einblenden und dann einfach mal bei der Treasure Tour Cove eingeben oder vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht blenden wir es auch nur kurz ein, was wir da geschrieben haben. Genau. Und dann zeigen wir kurz den Effekt davon und dann, ja. Dann werde ich dazu auch mal ein paar PNGs machen, schätze ich mal, oder? Hallo, du Bär. Ich brauche noch 6 leckere Eicheln, bevor der Winter kommt. Fabi, das bist einfach du.
Hä, nie. Ja, was denn? Ich glaube, selbst in seinem Haus war eine drin. Ja, war eine. Weil er einfach blind ist. Da hat er wohl eine liegen lassen. Vor allem vorher hat er so einen Haufen Eicheln gehabt und jetzt reichen ihm auf einmal 6 Stück für den ganzen Winter, gell? Ja, 6 besonders groß und saftige. Ja, Henny. Ja, Entschuldigung. Oh. Sonst ist hier, glaube ich, nichts. Ich meine da auch, dass irgendwas im Winter hier noch ist, aber ich könnte dir echt nicht sagen, was. Nee, hier war es nicht, es war bei Nabnut. Ja, im Winter ist er also mit deiner Freundin hier, aber ich glaube, da ist schauen wir dann nichts, trotzdem rein. Ja, können wir trotzdem machen, genau. Da sind gleich 2, oh Gott. Da kannst du sie unten runterfallen lassen. Geh von der zweiten roten Feder da vorne, kannst du springen. Ja, aber da jetzt hole ich mir erstmal den, der da drüber schwebt. Ja, den meine ich ja. Da kannst du einfach nicht runterfallen. Achso, den meinst du jetzt. Wenn du von da hinten springst, dann kannst du mich eigentlich nur da unten auf den Weg fallen. Ja. So. So. Please? Genau so meine ich das. Hä? Hast du das gesehen? Okay, du bist durchgesprungen. Irgendwie schon. War ich zu hoch oder was? Ja, die Hitbox.tv war nicht so geil. Die Hitbox.tv. Ja. Die Hitbox.tv. Ja. Da hinten ist noch eine, am Abgrund. Stimmt. Die vergisst man auch gern mal. Gockeln. Ja. Okay. Ich wollte nur die Kamera drehen. Ja, das wolltest du sagen, sicherheitshalber. Fabi, bei dir weiß man nie. Ja, genau. Ja, hä? Ich stehe schon halb drin, hast du es gesehen? Ja, die haben anscheinend echt eine komische Hitbox. .tv. Da streamt doch kein Schwein mehr. Doch. Zumindest kein großer mehr. Ja, gut. Trotzdem sind die Smileys da besser. Uccelli. Ja, Uccelli über Kappa. Obwohl Kappa auch cool ist. Ach, komm. Boah, Fabi, was kann... Okay. Ja, komm, dafür kann ich doch jetzt echt nichts. Ja. Stimmt. War nur ein Scherz. Penny Joke! Nee, das nicht. Stimmt, dafür war er noch zu gut. Das Hitbox. Bobby, das Hitbox.tv trifft's besser, der Henny. Darf man eigentlich hier Gewalt auf YouTube zeigen? Warum? Ich würde nämlich gerne mal eine Scheuer nach der Gamescom. Und das einfach dann hochladen. Wirst du doch nicht machen. Nee, stimmt, du hast recht. Jetzt haben wir, glaube ich, alle, oder? Nein, dann hier oben ist noch eine, dann oder? Dann hab ich viel zu viel Mitleid mit dir. Hey. Ja, da oben ist nämlich auch noch eine, stimmt. Genau. Und ich glaube, hier ist im Winter eine leere Honigwabe. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, oder ist die jetzt schon hier? Ja, nee, ich glaube im Winter. Irgendwas war da, dass im Winter beide da oben sind. Kann aber auch falsch sein. Ich weiß es überhaupt nicht. Also ich meine, hier kann man im Winter schon rein, weil da hat man die Flugplatte und dann kann man das mit diesem Ding, genau. Genau. Also eine aufgeblähte Wassereichel. Ja. Weil Fabi wird trotzdem dran knabbern, aber trotzdem. Henny, please. Ich weiß halt nicht. Bin noch nicht schwul. Hab ich das gesagt? Nur weil du gerne an Nüssen knabberst? Wie gesagt, du bist ja keine Fleischnüsse. Ich werde hier gemobbt. Gewischmobbt aber. Wie er immer alles so demonstrell zu einem hinwerfen muss, gell? Mhm. Super, so komme ich gut über den Winter. Nimm das hier. Wir sehen uns im Frühling. Nein, tun wir nicht nochmal. Schieb die mal weg. Wenn er mich runtergeschoben hätte, das wäre jetzt... Das wäre lustig. Das wäre echt... Aber bin ich so lustig, glaube ich. Hier ist es schon gemeiner. Weil die Plattformen ein bisschen schmaler sind, finde ich. Nee, nicht mal unbedingt deswegen, aber nein, einfach... Nein, und weil hier dazwischen nochmal einer genau, ist. Genau, weil die Vögel einen nämlich irgendwie trotzdem... schon von dem Holzsteg davor schon sehen können. Ja. Und davor war das nicht so. La 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 la. Du, Fabi, ich habe mir mal ein kleines Thema für nebenbei, was mir gerade mal so eingefallen ist. Hau raus. Getränke. Was trinkst du denn so gerne? Oh, das ist schwer. Nein, das ist keine doofe schwule Anspielung. Oder, keine Ahnung. Ne? Hä? Keine Witzanspielung, meine Güte. Nein, sowas. Ja, alles gut. Ja, ich wollte es nur sagen. Da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen.
Ja gut, okay. Nee, bei dir weiß man nie. Du drehst einem alles im Mund um. Deswegen, ja, okay. Genau, man dreht. Egal, Tim, ja, egal. Komm, du musst sagen, dass davor waren aber auch wirklich so Anspielungen mit diesen Eicheln. Nein! Was ist denn an geilen Nüssen denn, was ist denn an so falsch zu verstehen? Ich verstehe das nicht. Henny. Magst du keine geilen Cashewkerne oder sowas? So super. Lass das geil mal weg. Ja, Cashewkerne sind geil. Geiz ist auch geil. Und? Okay. Getränke. Ja. Was trinkst du denn so gerne? Also jetzt als Genuss oder was trinkst du halt eben überwiegend oder sonst was? Ja, also gerade in meiner Arbeit und so trinke ich viel Leitungswasser, aber... Bist du tatsächlich so ein Vogel, der Wasser ohne Kohlensäure trinken kann? Ja, ist auch nicht mein Lieblingsgetränk, aber ja, ich kann es trinken, wenn es sein muss. Bei mir ist es so, ich weiß nicht, also wenn ich wirklich Durst habe, dann würde ich auch Leitungswasser nehmen, aber an sich muss ich sagen, schmeckt alles, was keine Kohlensäure hat, richtig abgeschafft. Ich finde, es kommt auch stark drauf an, in was für einer Region du lebst, ob man Leitungswasser wirklich genießen kann, weil das ist das Problem, es gibt auch so richtig ekelhaftes Leitungswasser. Stimmt. So richtig kalkiges, so richtig, ja, nee. Ich meine, wir in Deutschland haben ja, oder sag mal, in Europa generell, weil es schon ein paar Österreicher oder Schweizer zu, nachdem ein oder zwei, was ich halt, weiß es nicht. Was ich halt gern trinke, aber ich glaube, das muss man als Gamer kaum sagen, sind Energy Drinks. Auch wenn ich davon nicht zu viele trinken sollte, aber ja, ich trinke sie gerne. Sie schmecken mir auch, aber... Welche trinkst du denn so gerne, Fabi? Wenn, dann Monster. Welche? Der Standard-Monster ist der beste. Okay. Ja, finde ich tatsächlich auch. Weiß nicht, anderen sagen mir echt nicht so zu. Es gibt schon so spezielle Geschmäcker. Aber man muss auch sagen, der Monster ohne Zucker ist gar nicht so schlecht. Ja. Muss ich echt sagen. Der ist eigentlich echt gut dafür. Was ich gar nicht so mag, ist Rockstar. Seit ich Monster trinke, Rockstar hat irgendwie so einen komischen Geschmack. Weiß nicht. Ich habe von Rockstar tatsächlich nur die Green Apple und Melon. Oder wie das, was ist, also die beiden, die da erst noch nicht so lange draußen sind. Ja. Die habe ich jedenfalls schon probiert. Waren okay, aber nicht so gut. Also finde ich zumindest. Jedenfalls waren okay. Aber an sich, ich trinke generell alles mit Kohlensäure. Also ich trinke, ich mag es halt, wenn es so abgestanden schmeckt, weiß ich nicht. Auch wenn ich habe immer so Reste in meinen Flaschen oder so. Ich trinke meistens aus Flaschen generell. Gläser habe ich in meinem Schreibtisch eher selten stehen. Einfach, ich müsste es halt auch mal wieder spülen, da habe ich ja keinen Bock drauf, dann spare ich mir das gleich, weißt du? Ja, klar. Ich meine, klar, wenn ich jetzt irgendwie am Tisch sitze oder sowas, oder halt mit der Familie esse oder sowas, dann trinke ich natürlich aus Gläsern. Danke, Bär. Bald bin ich ein großer Adler. Ja. Jetzt muss ich aber schlafen. Ja. Jetzt ist er doch schon recht groß. Genau. Aber an sich spare ich mir die halt. So eine Riesenbindel, Alter. Wenn wir die jetzt wechseln, bitte. Ich habe mir auch schon mal überlegt, wenn so Energy im Angebot ist, was er jetzt zum Beispiel gerade wäre, ob ich einfach mal so eine Palette kaufe, aber habe mir dann gedacht, nee, Alter, übertreib nicht. Weil wenn hab er ich da, das nicht früher mal gemacht, tatsächlich. Weil wenn er dann da ist, dann trinkt man nämlich. Dann trinkt man den zu viel. Aber dafür bin ich halt überhaupt kein Kaffeetrinker. Ich nehme halt sonst nicht wirklich so viel Koffein zu mir. Cola gibt's ganz selten mal. Also, schauen wir auch wieder rein, aber da dürfte eigentlich nichts sein, wie gesagt. Bei mir ist es ähnlich, ähnlich. Ich trinke auch gar keinen Kaffee und sowas. Weiß nicht, brauche ich einfach, die schmeckt mir auch gar nicht. Ja, mir auch nicht. Weiß nicht. Also ganz ehrlich, da habe ich lieber andere Laster, aber Kaffee ist nicht meins. Dafür wiederum Cola trinke ich eigentlich relativ gerne. Cola trinke ich auch gerne. Aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass wenn ich mir Cola häufig hole, komme ich echt mit den Dingern aus, die keinen Zucker haben. Aber nicht mit den Billigmarken, da geht echt nur Coca-Cola von den No-Zucker-Geschichten. Die anderen schmecken einfach nur assi. Assi? Zum Beispiel Pepsi Max und so habe ich probiert. Nee. Weiß nicht, hast du schon mal... Richtig asozial. Hast du schon mal ohne Zucker welche probiert? Ja. Aber wir müssen auch auf die Blume springen. Stimmt. Meine Schwester und meine Mutter trinken ausschließlich entweder Coca-Cola Zero oder halt Pepsi Max. Und ich habe beide schon probiert und beides war so, ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, wenn ich Cola trinke, was halt, ich sag mal so nur so ein Liter pro Woche, kann man ungefähr sagen.
Vielleicht, obwohl zwischen 1 und 2 Litern pro Woche. Ich trinke nämlich sehr, sehr viel an sich. Ich bin auch ein Mensch, der viel. Ich bin auch ein Mensch, der viel trinkt. Daher, vielleicht sind sogar 2 bis 3, ich weiß es nicht, aber ich will eher sagen, maximal 2 Liter. Jedenfalls, dann trinke ich halt auch normale Cola. Leider. Ich weiß nicht, ich kann es mir einfach nicht so angewöhnen. Weiß ich nicht. Das ist einfach so eine Angewohnheit, keine Ahnung. Ja, ich trinke schon auch mal gern die mit Zucker, aber ich mache das halt eher mal, wenn ich mir so eine kleine Flasche unterwegs kaufe oder was. Oh, ich hätte auf dem Bienenstock. Auch, ach doch, da komme ich schon noch zum Bienenstock. Ja, da kommt alles gut, Fabi. Ja, ist halt, weiß ich nicht, so eine Angewohnheit, ne? Aber tatsächlich, Energy Drinks, also die Liebe teile ich mit dir ein bisschen tatsächlich. Also der Grüne, ja. Der ist super. Und der Rest, naja. Es gibt ein paar Geschmäcker, die auch ganz gut sind, aber wenn ich die Wahl habe, dann kaufe ich mir doch immer wieder den. Genau. Einen. So, und ich würde sagen, jetzt müssen wir im Herbst eigentlich nur noch das, was in dieser Blume ist, da holen. Ja. Und haben auch wieder nur eine Goldfeder. Vielleicht sollte ich echt von oben reinspringen. Aber da muss ich halt echt sehen, wo ich hinspringe. Kannst du mal so eine Schnabelattacke machen dann, oder? Obwohl, eigentlich auch wieder nicht, ja? Soll ich mit Flatterflug springen und einen Schaden nehmen? Ist wahrscheinlich schlauer als ja, die Goldfeder, ja, oder? Ja, klar. Weil da kann ich besser ausgleichen hier. Der nimmt keine einzige mit. Ja, du warst daneben. Ja. Spring immer von oben rein. Okay. Ja, jetzt habe ich auch einen Schaden genommen, aber ich habe die Noten. Mein Gott, weg hier. Hol dir mal ein paar Honigwaben, bevor du jetzt rausgehst. So viele liegen hier, glaube ich, nicht mehr rum. Halt doch, einen lag da mindestens noch rum. Ja, komm, rutsch doch nicht ab. Ich gehe doch schon mit Huckepacklauf hier. Na, das wäre auch noch ein Honigwabenhaus, aber ob es das halt wert ist, gell? Ja. Ja, fallen alle runter. Ja, ist doch gut. Tau. Ist doch gut, wenn die runterfallen, weil da kommen die Bienen nicht hinterher. Ja, und die eine, die oben liegt, lasse ich einfach. Ja. So, gut. Ja, siehst du mal. Haben wir den Herbst auch geschafft. Und dann würde ich schon wieder sagen, weil die Zeit vergeht so schnell, ey, wir uns im nächsten Part von Banjo-Kazooie wiedersehen. Ist halt die längste Welt, aber ist auch eine sehr schöne Welt, finde ich. Das stimmt. Ist halt alles ein bisschen mehr verteilt, also von der Größe her gesamt ist es dann bestimmt die größte Welt. Ja. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen geilen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann nicht. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Schaut beim Handy vorbei. Guck mal, Goldfeder. Ja. Danke, wär super, ja. Und dann, bis dann. Ciao. Tschüssen.